Natürlich Lausitz. Heidelbeeren, lateinisch Vaccinium, sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse. Bis zu 500 Arten sind bekannt und vorwiegend auf der Nordhalbkugel und natürlich auch in der Lausitz verbreitet. Im Juli beginnt die Heidelbeersaison. Überall sind die kleinen, blauen Früchte, denen so viel Gutes nachgesagt wird. Entzündungshemmende Vitaminbomben sollen sie sein. Schon die alten Griechen und Römer verwendeten Heidelbeeren als Heilmittel gegen Darmerkrankungen. Im Mittelalter entdeckte Hildegard von Bingen den Wert der blauen Waldfrüchte als Heilpflanze wieder. Auch in aktuellen Forschungen wurde nachgewiesen, dass Heidelbeeren bestimmte Enzyme, die für Entzündungen verantwortlich sind, hemmen. Bei der gesundheitsfördernden Wirkung liegen die wilden Heidelbeeren vorne. Sie enthalten mehr gesunde Farbstoffe in ihrer Haut als Kulturheidelbeeren. Die bei uns heimischen wilden Heidelbeeren lieben humusreiche, luftdurchlässige Böden, die einen sauren pH-Wert aufweisen. Der Zwergstrauch wird bis zu 30 Jahre alt und vermehrt sich über Ausläufer. So kann eine Mutterpflanze mit ihren Ausläufern bis zu 1000 Quadratmeter besiedeln. Um genügend Nährstoffe aufnehmen zu können, ist die wilde Heidelbeere auf eine Partnerschaft mit einem ganz besonderen Pilz angewiesen. Der Mykorrhiza-Pilz umschließt die Wurzeln der Heidelbeere und erleichtert der Pflanze so die Aufnahme lebenswichtiger Stoffe. Im Gegenzug erhält der Pilz Stärke von der Heidelbeerpflanze. Zwar könnten sie getrennt voneinander existieren, effektiver für beide ist jedoch das Zusammenspiel. Übrigens, das Bundesamt für Strahlenschutz zählt Heidelbeeren und Preiselbeeren immer noch zu den Wildbeeren mit den höchsten Cäsiumwerten. Trotzdem lautet eine Erklärung des Bundesumweltministeriums, dass bei normalen Verzehrgewohnheiten von Wildpilzen und Früchten keinerlei gesundheitliche Gefährdung ausgeht. Zum Vergleich, der Genuss eines Kilos Pilze, das in der Regel stärker radioaktiv belastet ist, entspricht der Strahlenbelastung eines Interkontinentalfluges.